Hier bin ich nun, auf den Brettern, die die Welt hinter der Welt bedeuten. Ein maskierter Bote mit einer nackten Botschaft, ein Gesicht hinter dem Gesicht. Ich habe an Kreuzungen gestanden und mich für bestimmte Wege entschieden. Nachdem ich ein Stück gegangen war, öffnete ich eine Tür. Dann die nächste. Manches Zimmer blieb mir verschlossen. Andere wiederum öffneten sich zu einer Mauer, als hätte es hinter ihr nie einen Raum für mich zu betreten gegeben. So ging ich weiter. Ich hielt mich unter Menschen auf und in der Wildnis. Was mir dabei immer wieder begegnete, war mein eigenes Spiegelbild. Ob nun in den Augen meiner Begleiter oder auf der Oberfläche eines Waldsees, immer wieder blitzten mir Bilder meiner selbst entgegen. Ich sah Veränderungen, die in ihrer Unaufhaltsamkeit dem Wechsel der Jahreszeiten glichen. Andererseits trug ich unterschiedliche Masken mit einer Leichtigkeit, die sie manchen Schauspieler beschämt hätte. Ein Heiliger in den Städten und ein Narr in den Wäldern, oder war es umgekehrt? War ich gestern noch derjenige, der den brennenden Reifen für den Tiger in der Hand hielt? So konnte ich bereits morgen selbst durch die Flammen springen. Oft war ich das Wort, manchmal jedoch das Schweigen. Hier bin ich nun. Ein maskierter Bote mit einer nackten Botschaft. Wie viele Gesichter kann ich noch tragen, ohne mich selbst dabei zu vergessen? Mit welchem Antlitz begegne ich einmal dem, der mich erschaffen hat? Oder sind alle Masken, die ich trage, am Ende bloß Ausdruck meiner selbst? Was zeigt mir der Blick in den Spiegel wirklich?